Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi! Wie das ich an der ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, ich will vorbeischauen, heute gibt es ein Kreisrückengeschenk, aber ich sehe dich gut. Jo, so wie gestern, gell? Nee, also ich denke mal nicht, dass ich das gestern heute toppen kann, aber ich hoffe mal, dass vielleicht wieder ein Kran dabei ist, der ein bisschen leichter ist. Weil gestern, ihr habt ja selbst gesehen, es waren nur noch schwere Kräne da. Und dann gucken wir einfach mal ganz gemütlich durch, wie jeden Tag, ihr wisst es ja. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, dass man sich da irgendwie den Knackrack in links in der Ecke greift. Ansonsten kennt man ja diese typischen Kranaufbauten, wo man irgendwie sagen muss, nee, das wird wohl eher nichts in drei Runden. Außer vielleicht mit Glück. Ihr wisst ja, Glück kann immer eine hohe Rolle spielen. Am Ende müssen wir sowieso alle in drei Runden spielen und dann... Ja, hier fällt alles schon vorher runter. Ja, die Marke habe ich auch nur, weil ich hier runtergewackelt habe. Ach ja. Ich hatte ja auch gestern schon überlegt gehabt, ob ich den einen Yoshi-Kran spielen soll. Und die Marke kann sich runterschieben, ja, wenn man den Lust hat. Könnte man eigentlich auch spielen, dass man sagen könnte, dass man irgendwie auch hier auf die Marken konzentriert, aber ja. Ist halt immer so eine Sache für sich. Den haben wir zum Glück schon weg. Immerhin. Und ansonsten gibt es halt immer wieder so Kräne, wo man dann sagen kann, gut, es ist schön, dass sie komplett sind und Kräne, wo man sagen muss, will man die wirklich spielen, weil, ja, weil das Risiko hoch ist. Hier zum Beispiel. Eine Marke und trotzdem schwierig zu kompetieren. Das hier wäre auch nicht schlecht. Ja. Könnte man sogar ganz gemütlich hingehen und dann wirklich in 2-3 Runden komplettieren ohne Links-Rechts-Bewegungen. Und dann sind wir schon wieder am Anfang. Okay, gut. Dann gucken wir mal genauer, was ich spielen möchte. Also bis gleich. So, Leute. Ja, ich möchte diesen Kran hier spielen, weil er nicht ganz so schwer ist, denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Je nachdem, ob er die Marken auch festhält. Da habe ich schon andere Sachen gesehen. Und mein Plan wäre halt ganz gemütlich, dass ich mit die Marke hier greife. Dass sie dann, wenn ich sie gegriffen habe, dass sie dann die Marken hier mit rüber schiebt. Weil das ja alles doppelte Marken sind, wie man hier sieht. Und dass ich dann halt, ja, wenn ich halt noch 2-3 Griffe habe, dass ich halt die Marke rausziehe und dann ihn hier, damit ich halt den als letztes bekomme, weil er ist auf jeden Fall die schwierigste Marke, die coole Ente in dem Sinne. Dann hoffen wir mal, dass es klappt, vielleicht sogar, dass vielleicht alles lockert und schon mal ein Vorfeld runterfällt. Na, die ist noch fest. Jetzt war es überhaupt nicht gut, weil ich wollte eigentlich schon, dass sich alle Marken lockern, aber gut, da muss ich so oder so jetzt erstmal nochmal die Marke greifen. Und glaube vielleicht, wenn ich jetzt so reingreife, dass das ja dann doch lockert. Wäre zumindest wünschenswert, weil sonst kann ich nichts machen. Links und rechts bewegen gehen natürlich dann auch nicht. Okay, das ist gelockert, alles klar, gut. Und hat wirklich so wie so einen leichten Huckepack einfach mitgehoben mit den Füßen. Okay, alles klar. Also muss ich dann am Ende jetzt noch gucken, dass ich noch eine Runde bekomme. Und dass ich dann die Marke hier direkt greife. Also ein bisschen an die Wand gehen. Sollte eigentlich passen. Es sei denn, die Kugel hat so komisch runter, dass der Greifer sie nicht festhält, aber... Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass selbst wenn ich sie greife, dass sie dann fallen lässt. Ihr wisst es ja. Aber gut, wir müssen sowieso erstmal wieder 10 Marken beim Training holen. Leider, Minimum. Weil wir ja bei 0 Marken standen. Dafür hatten wir ja gestern 8 Runden. War ja ein bisschen extrem. Und dann gucken wir einfach mal. Hier ist heute gedreht, Kranzspiel. Viel Spaß beim Üben. Okay, immerhin ein paar Marken. Problem ist halt nur, solche Grenzen sollte man eher so spielen, dass man den Pfeil rausbewegt. Aber was will ich machen? Dann greifen wir einfach mal rein und hoffen, dass wir zumindest ein paar einzelne Marken gegriffen kriegen und sie vielleicht so ein bisschen nach rechts schieben. Oder wenn sie sich überhaupt nicht lockern wollen, natürlich. Dass sich der Pfeil zumindest auch langsam lockert. So, okay. Die ist noch fest und der möchte schon gleich runterkullern. Okay. Ja, ihr seht halt die Schwierigkeit bei dem Kran hier, weil, ja, solange der Pfeil ist, blockt halt alles andere hier, aber ich muss sowieso jetzt erstmal da reingreifen, damit sich halt auch die eine Marke lockert. Vielleicht schiebt ihr auch der Pfeil noch ein bisschen mit raus, vielleicht auch nicht. Also im Training sind diese Art von Pfeilkriegen auf jeden Fall um einige schwieriger, weil, ja, wenn der Pfeil jetzt nicht wäre, könnten die runterfallen, die wird vielleicht noch mit rechts, wieder rechts schieben. Ihr seht das Ganze schon, ich habe jetzt schon echt ein Problem, wo ich jetzt reingreifen soll. Weil hier reingreifen macht keinen Sinn, hier auch nicht unbedingt, hier hat man vielleicht zu wenig Platz, je nachdem, ob ich links oder rechts hängen bleibe. Die Marke ist ein bisschen größer, aber dann kann ich auch hier hängen bleiben, wobei, das könnte man vielleicht sogar eher vorstellen, weil man die nach unten drückt. Ja, ich denke mal, das ist wohl die einzig gute Möglichkeit. Es sei denn, ich gehe zu weit, ihr wisst ja, ah ne, der Greifer ist ein bisschen breiter als die Marken. Aber der Pfeil rutscht raus, immerhin. Na komm, alles klar. Immerhin das, aber ihr seht es halt selbst, ich sag's ja, mit Pfeil schwierig. Gucke ich mal, dass ich die eine Marke gegriffen kriege. Der Vorteil ist ja bei Eis, dass sich die Marken beim Greifen drehen können, aber ja, wenn man halt keine gute Angriffsfläche hat, wie man es hier sieht, dann wird es leider nichts. Ja gut, dann gehe ich kein Risiko ein, holen wir jetzt noch eine Marke. Kann eh nichts machen, weil, ja, ihr seht es ja, der Kran ist nicht leicht, wenn der Pfeil da ist. Da hätte man schon im Vorfeld welche mal ein paar Marken haben können.
Ja, 7 Marken. Aber immer noch manchmal, muss man dazu sagen, immer noch mehr als bei anderen Rennen, die man kompetiert und dann trotzdem nur 7 Marken hat am Ende. Muss man sich mal vorstellen. Ja, es bleibt halt nur zu hoffen, dass wir einen Bonus kriegen. Na, okay, alles klar. Immerhin, da kann ich ja gucken, dass ich die Ente kriege. Wäre wünschenswert. Und ja, am Ende, also muss ich ehrlich, ganz ehrlich sagen, das Ganze nur an mir liegen und deswegen einfach aufpassen und richtig spielen. So, die coole Ente steht noch da, aber nicht mehr lange hoffentlich. Deswegen greife ich es mir einfach und ja, hoffe, dass es auch klappt. Wie so oft. Na, halt sie fest. Weil ihr wisst, das ist halt immer so die Sache. Die Form ist zwar gut, aber wenn sie abrutscht... Okay, alles klar. Ich mache mir da immer Gedanken, weil ich habe schon Marken gegriffen, die habe ich gut in der Hand. Also der hat die dann gut in der Hand gehabt, in dem Sinne, oder gut in den Armen. Und dann rutscht die trotzdem ab. Wie zum Beispiel bei so einem ähnlichen Kran, auch bei hier Rissen Paradise Megamix ist das ja. Wo dann so ein Männlein hier die perfekte Form hat zu greifen und der Greifer lässt sie einfach los. Ja. Aber gut, dann haben wir das hier komplett. Gefällt mir sehr gut. Weil habe ich mir ja wieder einen guten Kran ausgesucht in dem Sinne. Und ja, dann gehen wir noch zum Training, zur Sammlung so rum. So, und da haben wir ihn. Autofokus, komm, komm, komm. Sieht irgendwie so aus wie, ja. Das ist hier irgendwie der Trainer und die müssen trainieren. Stimmt. Kann es sein, dass es nicht unbedingt jetzt eher, dass er so Marine ist? Könnte sein, gell? Kenne ich nicht so unbedingt so gut aus, aber sieht so ähnlich aus, kann ich sagen. Ja, Set Nummer 391 und wir kommen langsam auf die 400 zu. Ja, jeden Tag ein bisschen. Und ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Battle Arcade Training sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ja, ich hoffe besser als bei mir, weil ihr habt ja gesehen, ich habe ja mindestens einen Fehlgriff gemacht. Und ja, aber gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.